Kill four men. Okay. Ja, Fresse, danke. Da lang. Oder irgendwo lang auf jeden Fall. Nächste Schnellreisestation wahrscheinlich. Ich aber auch mal. Nein, ihr könnt mich einmal. Können sie nicht, weil eine Tür ist. Die ist zu. Chaos und Verwirrung. Ich glaube, wir müssen einfach den Aufzug nehmen, oder? Wirklich? Was ist denn Aufzug wo? Den Aufzug da? Nein, das ist abwegig. Dann nicht. Nein. Ah, ist ja noch drauf gelandet, immerhin. Ja, wenn du Nein sagst, ne? Du kommst jetzt wieder runter, ja. Felix. Los, ab. Wie ein Flammenrad um den Aufzug dreht. Das bist du nicht. Der Kleinkrieg bricht hier ab. Map, wo müssen wir denn hin? Okay. Komm her! Komm her! Alter, wie lange dauert denn das Scheiße noch? Nicht lange? Ja, zu vermuten. Hoff's mal. Holy shit, die machen so viel Schaden aus irgendeinem Grund. Dead. Passt schon. Ist auch egal, ja. War nur, ich hab die Ladetextur mal runtergestellt, deswegen wurde unter mir erstmal schwarz und ich dachte, holy scheiß. Ist bei mir aber auch so gewesen. Okay. Wo seid ihr? Alles klar, Glasmod. Wir sind hier runtergeschossen. Wie sieht's aus, können wir? Seid ein bisschen einfach weiter, ne? Ja. Ja, genau, ich klicke gleich auf die Fresse. Ah, oh, hättest du nicht noch 2 Sekunden überleben können? Macht los! Geht nicht, wenn du stirbst. Doch, geht, okay. Ja, lebt ja gerade noch. Ja. Ich hab mich ja wieder zum Leben gebracht. Entwas. Wie sollen wir hin? Nein, sollen wir nicht. Wir sollen uns einen Kartenausgang. Exit to the Highlands, ja. Dann machen wir das doch mal. Denk ich auch. Ich muss nur Muni holen. Warte. Wir können auch schauen, ob man nicht einfach hintraveln kann, eventuell. Ne, wir müssen aber hier schon sein. Ja, praktisch. Das ist schon hier. Weil man nur von hier in die Highlands kommt, wahrscheinlich. Einfach kurz aufheilen. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Marcus Munition. Sei vorsichtig da draußen. Beheere mich bald wieder. Wundervoll. Ja? Ich hab grad ne. Also, ich hab ne Waffe dabei, sehe ich grad. Die. Alter, erstmal weg von den beiden, die ständig labern da. So, Schusswaffe. Stay not in grief, he is no more, but live in thankfulness that he was. Ja, das ist die für die Roland-Quest. Also doch, dachte ich mir grad. Ich bin überlegt, weil ich weiß nicht, wann ich die gekriegt habe, weil die muss ich schon länger dabei haben. Hast du auch. Aber ich habe die jetzt gesehen, deswegen wundert mich das. Und ich sagen, die wird davor von Roland gewesen sein, ne? Gar nicht mal so geil, die Waffe. Erstmal Sachen verkaufen. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Frage. Explosion? Vielleicht knall ich kleinen Fisch hier ab. Achso. Um den Rocket Launcher zu testen.
Ganz nettes Teil. Ach, das ist eine raketengetriebene Granate, okay. Was? Ja, meine Granate, die liegt. Zeig mal. Habe ich gerade. Liegt da Richtung Hyperion. Oh. Cool. Liegt jetzt wieder nach unten. Warum sieht das aus wie eine Shotgun? Was? Was du da hast, sieht aus wie eine Schrotflinte. Das eine ist. Ah. Ja. Das war leicht erklärbar. Er hat eine Granate geschmissen. Ich frag mich eigentlich, sieht das cool aus? Generell nicht cool aus. Und mit so nein. Zwei fetten Raketenwerfern? Also ich find's irgendwie geil. Nein. Es sieht genauso scheiße aus. Wie vorher schon. Vor allem, weil du dabei auch noch irgendwie Kack von dir hin und her speist. Ja. Lala. Lol. Das ist ein kleines Gebiet. Hilfe! Wird das hart abgeknallt. Warum eigentlich immer, wenn wir Gebiet wechseln? Keine Ahnung. Meine Karre, ne? Da ist eine noch verfügbar. Ich will eine Karre holen, ich habe irgendeinen Karren-Skin bekommen. Ist eine Opportunity. Dann. Falsche Taste. Ui. Gab's mir eine Taste zum Sitze wechseln? Glaube ich. Ja. Weil der linke Sitz einfach besser und geiler ist. Weil konnte einem da mit der Waffe nicht direkt in der Fresse hängen. Und schon verkackt, gut gemacht. Wieso, alles gut. Dreipunktwendung. Batz. Ja, das war Driften, ne? Bester Fahrer von Welt. Komm, lass mich fahren. Bitte. Nein. Von mir aus auch Konstantin fahren, solange du nicht selber fährst. Ich wusste, dass du direkt dagegen knallt. Erstmal. Nein, wir sollten uns alles gleich mitnehmen. Wenn wir das schon können. Ja? Ja, können wir nicht, solange du auf Traveln gegangen bist. Doch, ich saß ja im Auto drin, also wahrscheinlich wird das mitgenommen, ich vermuten. Du warst im Auto, nee, du kannst nicht. Ach, weil es Opportunity ist, ja, okay. Ja. Welche unbegrenzten Möglichkeiten? Aber sicher. Einfach wieder alle ignorieren, ne? In der Level 20. Jo. Zeit für die Super-Roboter-Randale! Ja. Der lebende Legendeplatz. Hoch? Hoch? Also ich habe mich nur gewundert, dass da gerade nochmal der Rabe lag. Das ist aber ein großer Bereich. Natürlich hast du Foreman schon lange gefunden. Genau. Ah,
Komm. Alter. Eins mit Stern für mich. Oh, er hat einen Schlüssel fallen gelassen. Tu einer Lady einen Gefallen und nimm ihn. Nimm ihn? Was? Jeder Schlüssel passt in ein Schloss, Schätzchen. Check die Container. Sieh nach, ob dieser Schlüssel einen von ihnen öffnet. Das ist das, was du hören wolltest, oder Konstantin? Ja. Na. 10-0. Das ist wiederum was, was im Englischen nicht funktioniert. Ja. Da unten hin? Ja, da unten hin. Hier? Nein, hier oben. Ah. Klingt, als hätte dieser Schlüssel genau die richtige Größe. Sieh nach, ob was Nützliches drin ist. Alter! Es ist Moxie, wundert's dich? Könntest du mit dieser Sprengladung die Baustelle fluten? Wenn du die rechte Mauer in der Nähe sprengst und diese Mauer flutest, bin ich dir ewig dankbar. Das alte Busenwunder ist immer noch sauer auf mich, was? Ich meine, versteh mich nicht falsch, ich verstehe das. Wenn man mal für umsonst Steak gegessen hat, spachtelt man nicht gerne Hamburger, für die man bezahlen muss. Falls du kapierst, was ich meine. Kapierst du, was ich meine? Ein Stück. Ach, in Windows. Danke. Was bist du denn? Ich. Nein, ich höre auf, ständig zu sagen, wie sehr ich es eigentlich mag, dass ich etwas Englisch gestellt habe. Weil ihr es einfach wisst. Achso, und ich bin ein bisschen blöd. Ja. So, da gibt's irgendwie Sprengstoff jetzt. Okay, mal, ne? Wahrscheinlich nicht hier unten. Ja, eher weniger. Der beste Robot aller Zeiten! Alter, klar, tötet mich schon wieder, ist alles nice. Was soll's? Ja, sorry, wir müssen gerade Marathon laufen. Ist wichtiger. Ja. Was? Wieder einen Kran sprengen oder was war das jetzt wieder, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das der Kran da hinten. Nein, wir müssen nicht einen Kran sprengen. Ah, hier. Alter, Zettel. Saum wird gekickt. Weg von dem Sprengstoff, Schätzchen, das wird eine Mordsexplosion. So. Lass mich die Mordsexplosion sehen. Ich will den Flugschutz machen. Meine Baustelle, oh verdammt Maxi, du miese Schlampe! So wütend habe ich Jack nicht erlebt, seit ich seinen schönheitsoperierten Arsch in die Gosse getreten habe. Komm zurück, Schätzchen. Moment, die waren auch mal zusammen? Ja, maximal mit jedem zusammen. Aufgefallen. Ja, doch, aber ich. Ja, es ist trotzdem ein bisschen erstaunlich, jedes Mal aufs Neue. Aber das war eigentlich eine echt nette Konversation jetzt gerade mit den beiden. Ja. Und Jacks Anspielung, die war super. Geh, sterben. Danke. Versteht ihr, was ich meine? Ihr versteht doch, was ich meine, oder? Ah, ich sag's euch trotzdem. Rück nach mal oben Sanctuary. Rum. Läufst du gerade in mir? Nein, hinter dir.
etwa dann so 2,5 Meter. Einen Meter auseinander. Name Tag. Ist gerade sehr wild über den Bildschirm geflackert. Hey, hier ist nass. Nein. Doch. I war auch gut, ja. Jetzt laufe ich in dir. Was? Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Eigentlich eine Schnellreisestation eigentlich. Ja, hier. Hi, dies ist eine Botschaft von Handsome Jack an die... Hi. Es abgebe. Bei Moxie tippe ich mal. Ja, dann da. Ja, ich mache es in einer anderen Reihenfolge. Jetzt erst Scooter, der hätte zwei gehabt. Ich bin aber bei Moxie. Du zuerst. Okay, dann warte ich. Für Glücksspiel. Danke nochmal, Mann! Schwamm drüber, dass du das Catch-A-Ride gehackt hast. Ich werde dich garantiert nicht umlegen. Bringt sogar was, ist das? Wahrscheinlich. Definitiv wahrscheinlich. Ratten, Mann! Ich war so knapp davor, mein Rohr bei ihr zu verlegen und rauszufinden, wie Rohr verlegen geht. Okay, wenn drei von den komischen Dingern nicht rauskommen, kommen Granaten raus, die einen töten. Ja. Danke. Das war dir ja, aber nicht neu eigentlich. Das hatte ich bisher noch nicht. Versüßt so herrlich den Tag. Das hatte ich jetzt zweimal gleichzeitig, ich bin fast tot. Und die hat einem eine Granate gegeben. Yay. Und eine Skin-Anpassung haben wir auch. Super Green, nee, die ist neu. Popelsuppe. Na, Super Grün ist mir da lieber. Erstmal alte Waffen verkaufen und den neuen Skin angucken. Schon mal das Echo-Sim die Gang die Lila trug gespielt? Das ist so cool! Wenn man von der Urwald absieht, ist dieser Charakter höchst männlich. Ja, aber von der Urwald sieht man nicht ab. Gerade Mann nicht. Grün, 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 grün. Super Green, da. Ist gar nicht mal so unglaublich grün, aber hat ein schönes Muster im Gegensatz zu den anderen. Hat ein Muster? Ja, Punkte, ne? Ja, so ein Punktmuster. Hab ich aber auch drauf. Probesuppe. Zumindest bei dir sieht man sowas nie, weil deine ganzen Klamotten A sehr dunkel sind. Und, aber wenigstens das jetzt bei dir auf vernünftigen Helm auf. Aber auf Tittenstern, da siehst du es. Komisch, woher weißt du, was ich gerade gemacht habe? Weil ich sehe, wo du stehst. Nee, es ist. Da beginnt halt dein Hemd, ne? Mhm. Jetzt schon. Oh, 28. 26, aber auch gut. Kauf was oder gib mir aus der Optik. Na, ich brauche kein Storage Stack Upgrade. Ich könnte Sniper auf voll upgraden. Nee, lass ich mal. Lass mich bloß nicht wieder blicken. Na dann. Dürfte das so ziemlich gewesen sein, ha? Huh? Würde ich fast sagen, ja. Hast du gehört? Roland. Würde ich auch fast sagen. Das kann nicht stimmen. Das ist ein Hyperion-Gerät. Ciao. Ciao.